Die Tiroler Bracke ist ein mittelgroßer Jagdhund, der, wie der Name schon sagt, aus den österreichischen Alpen stammt. Die Fährtenarbeit ist ihr Spezialgebiet. Insbesondere bei der Arbeit nach dem Schuss leistet die Tiroler Bracke Hervorragendes. Die Tiroler Jäger züchten sie bereits seit 1860 systematisch. Jedoch reicht ihre Geschichte noch viel weiter zurück. Mit einer Widerristhöhe von 42 bis 50 cm ist sie grundsätzlich etwas kleiner als die Brandlbracke, jedoch ähnlich in der Statur. Mittelgroß, kräftig und robust. Das Haarkleid der Tiroler Bracke ist aus dichtem Stockhaar mit Unterwolle und dabei eher grob als fein. Es gibt sie in den Farbschlägen Reh bis Hirschrot oder Schwarzrot. Dabei ist der Bauch und die lange, hoch angesetzte Rute gut behaart. Häufig findet man auch noch ein weißes Abzeichen an Pfoten und Brustansatz, was auf altes Brackenerbe schließen lässt. Die Ohren sind hängend und reichen bis zum oberen Fangzahn. Die herausragenden Merkmale des engagierten, feinnasigen Jagdhundes sind der sichere Fährtenlaut auf alles Wild und die Wesensfestigkeit. Die Tiroler Bracke wird vor allem zum Brackieren und zur Schweißarbeit verwendet. Sie ist eine Solojägerin mit einem außergewöhnlichen Orientierungssinn und guter Wildschärfe. Die Tiroler Bracke ist aber auch ein sehr guter Familienhund. Jäger, die einen leistungsfähigen Arbeitshund mit kinderliebenden Eigenschaften suchen, sind bei der Tiroler Bracke genau richtig.